Na, wer hat Bock auf Fisch? Willkommen zurück bei Spider-Man 2. Wir sind immer noch beim Harlem Seafood Market, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und hier geht auch die Action von Spider-Man 2 wieder weiter. Wir sind in der Haut von Miles Morales und treffen uns jetzt mit Peter Parker, um Dr. Connors zu finden. Und mal sehen. Sieht leer aus. Aber ich sollte nachschauen. Ah, ich krieg wohl Gesellschaft. Alle raus! Na los! Los, los, los! Feierdienst, bleib zusammen! Sie verfolgen Lizard mit Drohnen. Vielleicht kann ich das auch. Ein passives Verteidigungssystem? Ja, gut zu wissen! Ich halte mich fern! Sie dürfen Lizard nicht zuerst finden. Ich muss sie loswerden. Verteilt euch. Wenn ihr den Lizard findet, lasst mich allein. Hey Mann, habt ein Feed auf der Kampfstation. Haufenweise Jäger. Suchen sie Lizard mit den Vogeldrohnen? Ich glaub schon. Warum? Hab ne Idee. Ich probier's und du räumst das Lagerhaus. So, der nächste bitte. Zack, zack, zack. Du siehst müde aus. Die sehen alle müde aus. Ist ja auch gute Arbeit, was die hier noch zu tun haben, um Lizard zu finden. Ja. Das macht sich nicht von allein. Da drüben ist noch eine weitere Drohne, die muss ich als erstes ausschalten, ansonsten wird's schwierig. Geht das auch an die Decke? Nee. Geht nur von einer Wand zur nächsten. So muss der Cursor dann aussehen, dann geht's. Wo fliegt die hin, ist die Frage. Mal beobachten. Zockt sie da hinten? Scheiße, ich bin runtergefallen. No. Heute findet er sein Ende. Das war knapp. Gebe Deckung, mach ihn fertig. Okay, wie viel haben wir denn überhaupt noch? I'm not sure. Hey, alles okay? Hier liegt jemand. Komisch, ne? Ich gebe Deckung. What? Was war mit der Kamera los? Spinnt
fürs Bett. Hier kriegen wir alle. Danke für deine Kooperation. Der nächste, bitte. Wo bist du? Wir haben ein Problem. Das Wasser, noch ein Jäger. Nicht aus. Sucht nach Eindringlingen. Alles schön aufgereiht in einer Reihe. Ja. In der Leine. Ist wie so eine Wäscheleine. Okay, haben sie sich halt hier versammelt. Du wirst diese Spielchen bereuen. Wir sind die Letzten. Bildet einen Kreis. Okay, wie ihr wollt. Fertig. Es wird nie langweilig, dich Schurken vermöbeln zu sehen. Und wir haben das Vögelchen. Kann dein Anzug auf das Motherboard zugreifen? Okay. Ich versuch's mal. Okay. Mein Anzug verbindet sich. Zum Glück gibt's Unix. Okay. Ich reboote den Höhenmesser und... Es lebt! Wie sehe ich aus? Wie eine Robodrohne, Mann. Und eine Robodrohne, die Lizard aufspürt. Hammer, das ging ja schnell. Sieht aus, als wäre er dadurch. Wow, okay, das Handling ist echt mies. Wow, das wird übel. Genki, alles klar? Ja, aber ich glaube, dieser Weg ist blockiert. Kein Problem. Wir sehen uns drüben. Die Garage führt vielleicht zu Genki und Lizard. So, aufmachen. Das ist jetzt wieder so ein dezent gruseliger Abschnitt hier. Die Lichteffekte in diesem Spiel sind fantastisch. Und durch das Raytracing sieht das halt echt bombastisch gut aus. Ich bin schon sehr auf die PC-Version gespannt. Ich glaube, wenn die PC-Version draußen ist, kaufe ich mir auch nochmal für den PC und hab dann echt mal Spaß mit, vor allem dann mit Raytracing und 60 FPS statt Raytracing und 30. Die PlayStation 5 kriegt das ja nicht
wirklich hin. Starke Hardware, aber wenn es ja darum geht, ein flüssiges Gameplay zu haben mit Raytracing und alles mögliche, dann wo die PlayStation 5 hat anscheinend auch an ihre Grenzen. Das stammt nicht von Genki. Der Fisch. Weitere Katzspuren und Blut. Also Connors muss definitiv hier durchgekommen sein. Okay, es gibt hier mehrere Tore. Mal gucken. Was wohl hinter Tor Nummer 1 laufen? Mann! Wo zum Teufel warst du? Keine Ahnung, aber es war übel. Bei mir auch. Lass uns diesen Lizard finden. Okay, ja. Die Drohne hat ihn aber nicht entdeckt. Er ist hier irgendwo. Sein Schwanz hat mich fast erwischt. Es ist schwer zu sagen. Die Daten der Drohne sind unvollständig. Diese Stimme. Oh Gott, auch in dem Licht ist er wirklich aus wie ein Hai. Genki, bleib hinter mir. Das musst du mir nicht sagen. Rausgerutscht. Er hat sich gehäutet. Schon wieder. Nur die Haut. Heißt das nicht, er wird größer? Und hungriger. Oh. Ey Mann. Neuer Look? Hier wimmelt es von Jägern. Irgendein Zeichen von Connors? Ja. Genki kann ihn aufspüren. Hey, Mr. Parker. Mr. Spider-Man, meine ich. Aber die Daten sind nicht komplett. Damit könnte ich helfen. Ist das Blut? Hey, Sekunde. Tu es da rein. Ein gebauter Scanner? Praktisch. Oh Mann, das sind tolle Daten. Eine Sekunde. Okay, ich glaube, ich hab was. Genki, nicht so schnell. Das war ich nicht. Ich auch nicht. Ich hab keinen Magen, also... Hinterher! Los, los, los! Nicht fest! Okay, jetzt kommt die Jagdsequenz, die wir auch schon gesehen haben. Im Trailer-Material. Harry stirbt und nur er kann helfen. Keine Sorge, du nimmst die Drohnen, ich die Jetskis. Spider-Man ist hier. Kann ich das mal ausleihen? Das ist wirklich, wirklich aufregend. Bleib dran, Mann. Achte auf die Drohnen. Keine Sorge, die denken, ich gehöre dazu. Spider-Man! Aber die Action ist so fantastisch, das ist richtig geil. Macht wirklich Spaß zu spielen in manchen Situationen, das ist der Hammer. Da, erledigt ihn! Ihr macht eine Yachtparty ohne mich? Fluss, sondern eigentlich ein Salzwasserbad, auf dem Spider-Man gerade kämpft!
Hilf dem Aussichtsboot! Okay, ich übernehme den Metallmördervogel! So, jetzt sind wir wieder der Hauptmann Peter. Ich sagte doch, du sollst Connors aufgeben! Das geht auf dich! Giftige Wolken! Mehr könnt ihr nicht? Bin hier fast fertig! Alle Zivilisten in Sicherheit und bei dir? Der Kampfhubschrauber ist zäh! Bin direkt hinter dir, wir kümmern uns zusammen drum! Keine Zeit! Ich krieg dich! Zeit für einen Knall, Jungs! Oh nein, nein! Spider-Man, das ist eine Abwehr! Spider-Man, halt durch! Da drüben, der mit den Ranken! Los, los, los! Was für ein Durcheinander. Ich weiß, ich weiß. Resident Evil 2. Fahr schneller. Flieg schneller. Ich will kein Lizard-Futter werden. Scheiße! Wir versuchen den Heli auszuschalten! Komm aber nicht rein! Aber ich gehöre zu ihnen. Schon vergessen? Mann, das ist es! Pete! Eliub auf rein! Okay! Denn komm. Schon gut, Pete. Ich hab den Tracker. Beeilen wir uns, bevor er zu weit weg ist. Nein. Er gehört mir. Bist du sicher? Er hat Riesenzähne. Die hab ich auch. Normalerweise ist er nicht so, oder? Nein. So ist er sonst nie. Wir sind Venom. Okay, das war die Verfolgungsjagd mit Dr. Connors. Das war wild, das war wirklich wild. Wow. Okay, Level 32. Hey, hattest du Glück bei Connors Haus? Nein, aber ich verfolge ihn gerade. Was ist los? Nichts. Klingt aber danach... Miles war unkonzentriert. Wir hatten Lizard fast. Ich bin sicher, er wollte nur helfen. Manchmal ist es einfacher, Dinge selbst zu erledigen. Das ist nicht fair, Pete. Wir sind ein Team. Wir brauchen gerade einfach Connors. Für Harry. Okay. Sag Bescheid, wenn du ihn gefunden hast. Aber das Spider-Bot.
Haben wir noch ein bisschen Zeit, aber ich glaube, das Mainquest will ich dann wahrscheinlich in der nächsten Folge dann angehen. Hey, Yuri! Ich habe die Anhänger der Flamme zu einer verlassenen Klinik in Chinatown verfolgt. Gemeinsam finden wir vielleicht ihren Boss. Damit du sie auch zum Sterben zurücklässt? Nur wenn es sein muss. Hör mal, diese Sekte muss gestoppt werden. Komm mit, dann geht's leichter, aber ohne dich geht's auch. Okay, das klingt... Könnte ich sie im Auge behalten. Ja. Dann lass uns doch zum Abschluss diese Sidequest machen. Dann hätten wir das. Dann Schnellreise und dann let's go. Gegangen? Nein. Wie soll das funktionieren? Einfach zusammentun wie sonst, oder? Wie lange verfolgst du die Kerle schon? Ein paar Wochen. Hab Gerüchte über sie gehört. Sie hinterlassen Tote. Und ihnen liegt sehr viel an der Purpurstunde, was auch immer das ist. Der heiße neue Club in Hell's Kitchen? Wow, das ist mir einfach so rausgerutscht. Wer sagt sowas? Ich doch nicht. Spider-Man und Wright können gemeinsam ein Doppeltakedown ausführen. Wenn Kultisten grün markiert sind, können sie gefahrlos ausgeschaltet werden. Doppeltakedown. Gut in Form. Cool. Woran erkennen wir ihren Boss, wenn wir ihn finden? Diese Leute scheinen nicht sonderlich subtil zu sein. Sehen wir uns um. Ich glaube, die sind noch nicht lange hier. Vielleicht höchstens einen Monat. Hier oben. Kann ich da irgendwie rein? Aussteiger, den ich gerettet habe. Wenn er schlau ist, hat er den Start längst verlassen. Hierauf. Wir können hier lang. Aber ich kann irgendwie nicht rein. Die hochklettern geht nicht. Hier ist eine unsichtbare Wand. Ich weiß gar nicht, was das Spiel von mir will. Ich kann damit nicht interagieren. Ah ja, jetzt. Die Kultisten ausschalten und weitergehen? Klingt gut. Also, es ist anderthalb Jahre her seit... Wie ist es dir ergangen? Den Smalltalk kannst du dir sparen. Wir sind zum Arbeiten hier. Du bist unser neuer Funke, nicht? Wie fandest du das Buch der Flamme? Faszinierend. Ich sehe die Welt jetzt in einem völlig anderen Licht. Wann lerne ich... Das ist nicht gut. Nackenfeuer ist über uns. Das ist okay, let's go. Für mich. Ich habe mich um dich gesorgt. Jetzt bin ich voll da. Stabil. Bezieht sich nachlässig darauf, dass du letztes Jahr diesen Handlanger umgebracht hast? Was ich damals sagte, war so gemeint. Du willst mich aus, Eva? Du kannst es gerne versuchen. Noch keine Spur von ihrem Boss. Gehen wir weiter. Versperrt. Wenn ich sie aufbreche, geht bestimmt ein Alarm los. Funktioniert wohl ohne Schlüssel. Irgendwo hier lässt die sich entriegeln.
Und da war irgendwas. Soll das etwas Gutes sein oder etwas Schlechtes? Wie kann irgendwas davon gut aussehen? Die Tattoos zeigen in der Sekte die Hierarchie an. Neue Rekruten werden nach dem Beitritt wohl in Paare gruppiert. Gut, um alle im Auge zu behalten. Warte, ich habe eine Idee. Willst du das der Klasse mitteilen? Sieh nur zu. Aha, die Tür öffnet sich nur, wenn sie das richtige Paar Tattoos erkennt. Ich habe meins. Siehst du jemanden mit einem Hephaistos-Tattoo? Wie... Bestias. Der da. Bitte nicht aufwachen. Und nicht das Tattoo, das ich suche. Toll. Er ist aber so ähnlich aus. Okay, ich sehe schon. Der könnte sein. Wer sagt's denn? Aller guten Dinge sind zwei. So, schlepp mich mal zur Tür, damit wir hier durchkommen. Ding dong. Und hast du irgendwelche Tattoos? Nur das von Spider-Corps Grabstein. Schon wirklich? Wenn du nochmal abhaust, wird er nicht so gnädig sein. Vertraue der Flamme. Denn alles brennt. Denn alles brennt. Hast du das gesehen? Das kam unerwartet. Sehen wir nach den Gefangenen. Können wir sie nicht hier... Ah, okay, jetzt. Können wir sie nicht hier rauslassen? Bring dich hier raus. Die Türsteuerung ist nebenan. Schnell! Wie viele Anhänger sind in dem Gebäude? Wir wollen dir helfen. Nicht so laut. Hey, alles klar da drin? Hallo? Wir holen dich irgendwie raus. Wenn die Flamme euch lässt. Wir bringen dich schnellstmöglich raus. Bitte. Ich sollte gar nicht hier sein. Wenn wir durch diese Türen gehen, werden wir gesehen. Die Steuerung ist also nebenan. Die Anhänger der Flamme sind. Hält die Flamme dann da unten hoch? Ich glaube nicht. Er ist noch würdig. Werft die Zweifel über Bord und feiert den Übergang dieses Funken von Typhon zu Hephaistos. Alles okay mit dir? Du klingst. Alles richtig. Bang. Du musst dein wahres Ich nicht mehr vor der Welt verbergen. Da die Welt dir von nun an nichts mehr anhaben kann. Hat wohl keine anderen Ausgänge. Hoffentlich gibt es hier noch mehr als diesen Bildschirmschutz. Angeber, Brandmal ist Schild und Schwert zugleich. Es wird deine größte Quelle des Widerstandes und der Kraft sein. Da es zeigt, wie sehr die Flamme dir vertraut. Und diese Glut wird niemals vergehen. Vertraue der Flamme, denn alles brennt. Seit Anbeginn gab es keine deutlichere Wahrheit. Daran müssen wir jetzt denken, denn die Purpurstunde naht. Wer ist da? Ah, die hängen alle so dicht beieinander.
Ja, wobei, da ist jemand alleine. Ja, nee, da ist noch jemand. Was ist hier passiert? So. Hey, einer nach dem anderen. Ah. Yuri handelt komplett autonom. Das ist super. Irgendwo die Türsteuerung? Na, ich weiß nicht. Das Buch der Flamme klingt nach einem Bestseller. Abschnitt 4. Prophezeiung. Es beginnt mit der Ankunft eines Narrenfeuers, das versuchen wird, die Würdigen von ihrer Arbeit abzuhalten. Die Anwesenheit des Feuers bringt verheerende Seuchen über das Land. Okay, alles klar. Hier laufen die Zellenkabel entlang. Na los! Wir müssen echt aufhören, uns so zu treffen, Yuri. Sonst glauben die Leute noch, du willst mich töten. Hätte nie gedacht, dass du noch mal jemanden überlistest, einem deiner Clubs beizutreten. Liebe ist nie eine List. Nichts davon ist Liebe. Ich habe die Hand ausgestreckt, als es niemand sonst tun wollte. Ich wette, du oder das Narrenfeuer hätten das nicht getan. Aber was wäre nötig, damit du mich auch liebst? Verrat mir dein Versteck, dann zeige ich's dir. Das Krankenhaus nördlich von Astoria. Bist jederzeit willkommen. Wenn ihr würdig seid. Was denn das für eine? Du wusstest die ganze Zeit, wer die Flamme war? Nein. Ich hatte einen Verdacht, aber ich wusste es erst, als ich ihn sah. Kein neuer Anzug, bestimmt du. Woher kennt ihr zwei euch? Er hatte eine ähnliche Gruppe, als ich ein Kopf war. Ich nahm sie hoch, aber er entkam. Die Flamme ist gar nicht hier. Wir müssen ihn verfolgen. Nachdem wir die Gefangenen befreit haben. Bam, durch die Tür. Sieht man doch. Wollte ich auch nicht auf den Sack gehen. Nein, nicht wirklich. Ich hab ihn getroffen. Ich hab ihn getroffen. Oh Gott. Sind noch mehr Anhänger. Nur dort geht's raus. Warte hier. Wir gucken, dass es sicher ist. Na komm schon, hoch mit dir, Dieter. Echt jetzt? Schwierig, schwierig. Du willst die Tür aufmachen? Wieso nicht?
Door Breach. Bam. Okay, das Wichtigste zuerst. Woher weiß er, wer du bist? Meine Stimme. Als ich ihn als Polizistin sagte, gefiel sie. Stefan raus, der ich war und jetzt muss sagen, dass ich scheitere. Zweifelst du an der Flamme? Was weißt du noch über ihn? Deine vorherige Frau. Als wir kurz davor waren, ihn zu fangen, sagte er ihnen, dass es Zeit sei. Er hat sie umgebracht, damit niemand mit uns redet und sie ließen es zu. Er ist ein Monster. Das ist das erste Mal, dass du ihn gesehen hast, seit er entkommen ist? Ich habe lange versucht, ihn aufzuspüren, aber andere Fälle kamen dazwischen. Ich wusste aber, dass er nicht weit ist. Und die Anhänger der Flamme? Sind die wie seine alte Gruppe? Diese Gruppe war klein. Vorsichtig. Und diese Leute hier. Ich weiß nicht, was größer ist, ihre Anzahl oder ihr Selbstvertrauen. Ich bin gleich tot. Uns die Leute hier rausbringen. Wir brauchen nicht lange zum Krankenhaus. Yuri! Das ist die offensichtlichste Falle aller Zeiten! Und ich kenne Trapster. Wir können nicht warten. Du weißt nicht, wie er ist. Ich weiß, dass es nichts bringt, wenn wir reinstürmen und sterben. Wir brauchen einen Plan. Ich schaue mir die Krankenhausbasis an und checke, dass alles sicher ist. Zufrieden? So kann man es auch ausdrücken. Oder auch als etwas weniger gestresst. Hey, das hat jetzt schon ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe. Oh, nettes Bild. Aber damit beenden wir erstmal diese Episode von Spider-Man 2 und werden dann das nächste Mal mit der Main-Quest weitermachen. Und dann werden wir auch noch die Side-Quest beenden mit Yuri. Das definitiv noch, weil wir haben noch hier und da ein bisschen was vor uns, aber das kommt dann auch mit der Zeit. Alles klar, vielen Dank, dass ihr bei dieser Episode von Spider-Man 2 dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Scheint das zu denken.